Guten Abend, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's Sister Location, wo wir eigentlich schon in Nacht 4 sind, also ging es ja doch relativ schnell. Aber ich habe im letzten Teil, ganz am Anfang, wollte ich noch ein paar Gedanken sagen, das habe ich aber irgendwie vor Aufregung völlig vergessen. Nämlich, ich spiele noch mal kurz einen Clip ein und hört mal ganz genau auf die Stimme. With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. Und ich meine, gut, ihr kennt zwar dieses Spiel schon, aber für mich, wie gesagt, ist es noch neu, aber ich denke mal, die Parallele ist unverkenntlich, dass die Stimme von dem Roboter, der bei uns im Fahrstuhl immer auftaucht, genau dieselbe ist wie die aus dem Intro. Und meine Theorie dazu ist eigentlich, oder, ja, was heißt Theorie, weil die Stimmen dieselben sind, muss es ja zwangsläufig sein, dass derjenige, der uns eingestellt hat, oder dem Mr. Afton eingestellt hat, derselbe ist, der auch die Anweisungen eingesprochen hat. Die Frage ist bloß, wieso? Ist das der Drahtzieher, quasi der Firmenchef hinter allem? Aber, ja, ich meine, so gesehen würde es auch Sinn machen, weil wirklich eine computergesteuerte Anweisungsstimme gibt eigentlich nur diejenigen, die wirklich Macht im Betrieb haben. Ja, deswegen lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob das stimmt oder ob es einen anderen Grund hat. Und ansonsten legen wir los mit Nacht Nummer 4. Und vor allen Dingen, in was für einer Statue man da festhängt. She can make balloons. Yep, das. Have you seen her make balloons? Oh, Daddy, let me go to her. Yep, und hier genau. Ach so, man. Shh, be still. Okay. And quiet. You've been sleeping for quite a while. I think they know. Und auch wenn man die Stimmen kennt, ich habe die Befürchtung, dass dann hier irgendjemand in die Augen reinschaut. Wo auch immer man ist. Und wenn die Geistermädchenstimme von Dings ist hier, wieso hat die uns gerettet bzw. versteckt? Ich verstehe es nicht. Don't be afraid. I'm not going to hurt you. I am only going to keep you for a little while. Try not to wiggle, though. You're inside something that came from my old pizzeria. I don't think it was ever used. At least not the way it was meant to be used. Too dangerous. Sag mir, it's just big enough for one person to fit inside, but just barely. Ich glaube, das ist ein Spring Suit, in dem ich bin, oder? You're in the scooping room. Do you know why they call it the scooping room? It's because, dummy, this is the room where they use the scooper. Was ist Scooper? I thought that would be obvious. Isn't that a fun name for something? Ich muss mal schon übersetzen. Was ist Scooper? Sounds like something you would use for ice cream or custard or sprinkles. It sounds like something you would want at your birthday party to ensure that you get a heaping portion of every good thing. Der Ladebagger oder Scooper, okay. If you were a freshly opened pint of ice cream, how you would feel about something with that name. Thankfully, I don't think a freshly opened pint of ice cream feels anything at all. Uh-oh. It sounds like someone else is in the building. Shh. Okay, bring her over. Forward. One. More. Okay, stop. Set it down. Watch the step. What happened to it this time? It just seems like these things can't go a day without breaking down. Who knows? It's always the same, man. Some kind of hardware malfunction. Well, hey, I have to be somewhere in 15 minutes, and this place gives me the creeps. Can we just get this over with? It's all automated. We don't have to be here for it. Just get her on the rollers, and we can go. Thank you.
das Wriggeln bringt ja irgendwie nichts, aber... Das ist, wir sind hier wirklich in der Fabrik? Hi, Bello! Weil die haben nämlich quasi im Grunde gesagt, ich habe ja die Texte für euch wieder eingeblendet auf Deutsch, aber... dass die halt sich darüber aufregen, dass die dauernd kaputt gehen. Oh nein. There's something very important that I've learned how to do over time. Do you know what that is? How to pretend. Do you ever play make-believe? Pretend to be one way. When you are really the other. Also soll ich einen auf cool tun? Ballora never learns. But I do. Okay. They think there is something wrong on the inside. The only thing that matters is knowing how. Was soll ich denn vorgeben? Das ist der Elektroschock. Heilige Moller. I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. Das ist scheiße. I recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Ja, wie mache ich das? Ach so, hier. Habe ich die anderen Knöpfe nicht schnell genug gemacht, oder was? Alter, was sind denn da... Vor allem, das sieht ja wirklich aus wie die Puppet. Bloß... Waren das jetzt nicht mehrere? Ich glaube, ich muss die Knöpfe irgendwie öfter drücken. Und ja, übrigens auch danke fürs Kommentar letztens. Es ist ja eigentlich obvious, dass gerade hier in Five Nights at Freddy's man mehrere Versuche braucht, ehe man das verstanden hat. Aber ne, ja... Oh Gott. Was soll ich denn machen? Ich klicke doch schon die Link... Oder... Ach, wahrscheinlich darf ich mich nicht bewegen, wenn die da langkommen, vermute ich mal. Aber habe ich mich doch erst auch nicht. Ich meine, gut, ich habe zumindest jetzt schon mal den hilfreichen Tipp gesehen, dass wenn die rot blinken, dass man dann halt, ne? I'll open the face ja, ja, dass die anzeigen, wenn die kurz vorm Abgehen sind. Echt, ich versteh's nicht. So, und hier ist übrigens, warte mal, WASD, Shift ist Jump. Genau, weil bei dem Kuchen, das ist nämlich auch ein Secret. So, aber ich glaube, hier ist nämlich, weil ich mal auf Arbeit habe, ich eine englische Tastatur, aber hatte ich gedacht, ah, die Taste ist es, okay. Shift und hopp, bonk. Komm, ich gebe euch alle mit Cupcakes. Aber ich kümmere mich doch schon, dass die... Dass die nicht irgendwie, Lore Cupcake, okay.
Ach so, oh, der kann, ah, der kann sprayen. Aber der reicht doch gar nicht für die ganzen Kinder. Nee, weil ich nicht weiß, was ich da noch an... Oder vielleicht darf ich einfach in der Seite, wo die hochcrawlen, nicht hingucken. Das wäre noch eine Möglichkeit. Muss ich gleich mal probieren. Ach so, da hätte ich wahrscheinlich die richtig aufteilen sollen. Ein grüner Cupcake? Oh, ist das der vom Anfang? Ah. Gut, der reicht zwar eh nicht, aber... Friss den Cupcake! Ich bräuchte aber noch ein paar mehr. Ist das dann... Die guten Träume von Baby oder wie sieht's aus? Ja, also ich versuch's mal mit der Methode, dass ich dann auf der Seite nicht gucke, wo die hochcrawlen, weil lass mal so eine Creep-Viecher und da hinten laufen Menschen lang, ne? Lass doch die verdammte Gesichtspatte zu, du. Das Doofe ist nur, ich kann nirgendwo anders hinklicken. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt eh wieder. Also, sorry, was soll ich denn machen? Soll ich vielleicht wiggeln, dass ich die vertreibe, oder? Das wäre noch eine Option, aber wenn das jetzt auch nicht klappt, dann muss ich nochmal einen Walkthrough gucken, weil so komme ich ja nie weiter. Ich habe ja nicht mal eine Taschenlampe, keine Tür, also von den bisherigen Spielen zu sehen, ich habe nichts, um mich zu verteidigen. Ja, ne? Sobald die ankommt, dann roppel ich die Kiste da durch da. Achso, ich kann die gedrückt halten, sag das doch. Ah, es funktioniert. Schön aufziehen, aufziehen, aufziehen. Oh. Dammit, ich hab wahrscheinlich auf die andere... Okay, aber das ist die Taktik. Ey, er musste nach 5 Versuchen, oder für uns 4 oder 5 Versuche gebraucht, um darauf zu kommen. Hoi. Musste also permanent rumgucken und... Ja, auf jeden Fall hilft schon mal zu wissen, dass man nicht einzeln klicken muss, sondern gedrückt halten. Das macht's, denke ich mal, einfacher. Ich glaube, 8 Stück hast du insgesamt, 4 auf jeder Seite, vielleicht 10. Also, 5 auf jeder Seite. Sparen Sie sich bitte Intro, ich weiß, wie es geht, machen Sie einfach das Fenster auf. Komm, mach die Luke auf, ab. That way they can find you on the cameras. Die kriechen doch hier rein! Was? Ihr habt's doch gesehen, ich war eine halbe Sekunde drüben und schon kam der hochgecreept. Ja, da sind wir wieder. Ehrlich gesagt, ich hab keine Ahnung. Das ist... Ich habe jetzt selbst nochmal ein Walkthrough angeschaut. Zumindest nur teilweise. Ich will mir ja nicht zu sehr spoilern. Und... Er hat's auch mit Regeln versucht und das Einzige ist wohl, dass wenn die Viecher von unten kommen, dass das wohl einen nicht daran hindern soll zu gewinnen. Man muss wirklich die Sachen aufziehen, die Springlocks, und nur wiggeln, wenn die von der Seite kommen, anscheinend. Obwohl es so aussieht, als ob die in den Anzug reinkriechen, aber ich glaube, das sehe ich ein bisschen falsch. Ja, nee, deswegen, dann machen wir das mal. Auf jeden Fall wirklich nur auf die Seite, unten völlig ignorieren. Weil die Dingsbums, die Minions oder wie auch immer man die nennen will, killen einen nur oder auch, wenn man die Springlocks ausgehen lässt. Das ist eigentlich so der Haupttrick daran. Und ich kann auch gleich die Maus gedrückt halten, also komplett. Sehr schön. Das meine ich, die kommen hier in das Ding rein. Und anscheinend stört das mein Typ nicht. Ja, deswegen, dann lassen wir das doch einfach mal so. Lass mal, die Viecher würden wirklich da reingecallt kommen, wenn du hier spielst, ey, boah. Also, wenn du hier wirklich im Anzug stecken würdest. Woher kommen die ganzen Viecher? Was wollt ihr von mir? Aber zumindest bin ich jetzt so auf der richtigen Spur.
Ich ignoriere die Typen einfach mal eiskalt. Und versuche so lange wie möglich durchzuhalten, bis da irgendwas passiert. Obwohl ich sagen würde, 4 pro Seite würden reichen. Also mit 5 ist ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite waren ja die bisherigen Nächte wirklich... Also bis auf die dritte, die hat es auch schon in sich gehabt, aber Nummer 1 und 2 waren einfach. Und wenn die vierte jetzt schon so schwierig ist, will ich gar nicht wissen, wie die fünfte abgeht. Und wenn eigentlich nur Platz für eine Person drin ist, wie passen die ganzen Viecher hier rein? Im Rhein in die Goethe-Stübe, ich hab noch eine Menge Platz hier drin in dem Scheiß-Teil. Hab kein Plan, was ich hier tue und warte auf mein Ende. Du kriegst da nicht öfter, ist dreckig, hier drin ist noch viel schlimmer, glaub mir. Wir ziehen die Springlöcks hoch, fühlen uns cool. Und während ich hier sing, ich versuch die immer noch oben zu halten. Hoffentlich gelingt's mir. Es wird aber langsam schwerer, vor allem wenn der Scheiß wieder auch krabbelt. Oh Gott. Es bleibt auf keinen Fall genug Zeit, um alle aufzuziehen. Man muss die auf einem bestimmten Level versuchen zu halten, habe ich das Gefühl. Es ist ein Unding, also... Ich weiß, dass es auf jeden Fall falsch ist, eins komplett hochzuziehen, weil irgendwann, du kommst nicht mehr hinterher, die Zeit reicht nicht aus, um alle aufzuziehen. Also hast du anscheinend eine vorgegebene Zeit, die sowieso wieder die aushalten musst, aber dass du die wirklich gleichmäßig aufziehst. Muss ich mal gucken, vielleicht 4 Ticks pro Teil dann immer durchwechseln, damit ich auf allen Level... Ich weiß es nicht. Ich versuch's mal mit 4 Stück. Und ja, man hört's am Unterton, ich bin da echt genervt. Nee, es ist... Das kotzt mich an. Es kotzt mich richtig an. Das erinnert mich nämlich an Five Nights at Freddy's 2. Ich habe den Golden Freddy Mode so viele Stunden... versucht zu schaffen und ist einfach nicht gepackt, weil mich einer der Animatronics immer gekillt hat. Sei es Toy Bonnie, sei es Foxy, irgendeiner hat mich immer umgebracht oder im Endeffekt die Puppe. Und hier genau dasselbe. Es macht in dem Punkt keinen Spaß mehr. Es ist frustrierend, weil es zu schwer ist. Ein Spiel soll Spaß machen, auch wenn man damit mal weiterkommt und nicht hier über einen Haufen gefahren wird. Es ist... Ja! Bitte! Oh, Gott sei Dank, ey! Ey, die Nacht hat mich jetzt so frustriert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Bei den Fehlversuchen habt ihr jetzt eine Stunde insgesamt dran gesessen, also in der ganzen Folge. Aufnahmen. So, und während das hier dann im Hintergrund läuft, das interessiert mich jetzt nicht wirklich, was die hier in der Sendung essen oder sagen. Aber... Es war ein bisschen zu schwer die Nacht. Muss ich ganz ehrlich Kritik üben. Ansonsten war das Konzept nicht schlecht gemacht. Das Einzige, was vielleicht noch Potenzial wäre, dass man irgendwie Ballora noch hätte eingebracht. Das war eigentlich nur so ein Schockfaktor, aber die hat er die Nacht über nichts wirklich gemacht. Aber bin wirklich froh, dass ich sie packt habe. Von daher sehen wir uns dann... in der nächsten Nacht, in der fünften und letzten. Und die Codes habe ich mir, wie gesagt, noch aufgeschrieben. Da hoffe ich, dass wir dann wieder im Fahrstuhl landen. Und wie es dann weitergeht, sehen wir bis dahin mit eurer UWK. Tüdelü!